Bald 50 Jahre ist es her, dass der erste Mensch auf dem Mond gelandet ist. Bis dort auch einmal Häuser gebaut werden, dauert es wahrscheinlich mindestens noch einmal so lange. Die ersten Schritte dafür werden aber schon jetzt gesetzt, und zwar in Mariahilf. Dort werden in einem Unternehmen schon erste Baumaterialien für den Mond produziert mit einem 3D-Drucker. Das ist nicht irgendeine Schraube. Beim Maschinenbauunternehmen Litos wird sie derzeit aus künstlichem Mondstaub hergestellt. Ein Auftrag der Europäischen Weltraumorganisation ESA. Da geht es darum, Mondstaub zu verdrucken über den 3D-Druck. Das heißt, wie kann man denn die Materialien, die am Mond verfügbar sind, hier mit 3D-Druck verdrucken, um später dann am Mond Werkzeuge oder sogar auch Häuser damit zu drucken. Noch stehen die Geräte am festen Boden im Gewerbepark Mollertgasse. Die Herstellung der Bauteile funktioniert ganz ohne Werkzeug, nur mit digitalen Zeichnungen. Bis der 3D-Drucker tatsächlich am Mond in der Schwerelosigkeit zum Einsatz kommt, wird es aber noch dauern. Es ist sicher ein Projekt, wo man viel lernen kann, auch vom Innovationsgehalt her. Aber realistisch durchaus, also man vielleicht in 20, 30 Jahren, dass man plant, am Mond auf Habitaten zu wohnen. Genug Zeit für die 60 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, um weiter zu forschen und sich anderen, bereits lukrativen Aufträgen zu widmen. Litos, das 2011 von TU-Studenten gegründet wurde, stellt im Jahr 15 bis 20 3D-Drucker her für Bauteile aus Keramik. Dazu gehört auch Knochenersatzmaterial. Abnehmer sind Implantathersteller aus aller Welt. Hochkomplexe Prozesse sind gefragt, aber ebenso kluge Köpfe. 40% der Litos-Belegschaft sind weiblich. Wir arbeiten ja sehr intensiv mit Universitäten zusammen, aber wir nutzen zum Beispiel auch Förderungsmöglichkeiten der FFG, der Forschungsförderungsgesellschaft, die bewusst auch Frauen in der Technik fördert. Im Bereich 3D-Drucker für Keramikteile sind die Wiener Weltmarktführer. Das Rezept dahinter? Herausforderungen hat es viele gegeben, Rückschläge, Gott sei Dank nicht so viele. Ich glaube einfach, dass wir versucht haben, mit Hausverstand organisch zu wachsen und auch sehr viel Expertise von außen zuzulassen. Bauteile für den Mond, ein großer Schritt für die Menschheit. Made in Vienna.